Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Vielleicht wundert sich jemand drüber, dass nach der Folge 102 die Folge 71b kommt, aber das liegt daran, dass es schon die Folge 71 zur Veganmania gibt und die Folge 71a, die Folge zum Erfahrungsbericht von der Veganmania 2021. Das war damals auch auf der Donauinsel, hat uns damals sehr, sehr gut gefallen und die ist scheinbar jedes Jahr. Wir waren jetzt letztes Wochenende auch wieder dort und da wollte ich auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Also das findet scheinbar eben einmal im Jahr im Sommer auf der Donauinsel statt, im Freien, sehr, sehr nett, bei der Leuchtturmwiese. Und im Juni, scheinbar auch jedes Jahr, gibt es eine ähnliche Veranstaltung beim Museumsquartier, also außerhalb, da bei der Marie-Hilfer-Straße, ja, ist vielleicht nicht ganz so groß, würde ich sagen. Wir waren heuer zum ersten Mal dort auch beim Museumsquartier. Und im November gibt es auch immer so eine ähnliche Veranstaltung, also letztes Jahr und dieses Jahr auch wieder. Das heißt aber dann Vegan Planet und das findet im MAK statt, Museum angewandter Kunst, ja, Indoor, nicht Outdoor. Und das auf der Donauinsel, das gefällt mir so gut, weil es hat so eine nette Stimmung. Es gibt auch Musik, es gibt einmal ganz viele Stände, wo man auch was kaufen kann, wo man auch sehr viel probieren kann. Es gibt die Informationsstände und es gibt noch einen Bereich, wo man Essen zum Dortessen kaufen kann. Wir haben einmal zuerst die Stände abgeklappert, wo man auch was kaufen kann und probieren kann. Also man kann wirklich sehr viel probieren, finde ich sehr interessant. Zum Beispiel waren wir bei einem Stand, da gibt es aus Marillenkern hergestellte Schokocreme, die kannten wir schon. Und zwar ist das die Firma Wunderkern und da habe ich mir auch wieder eine Schokocreme gekauft. Und die haben jetzt neu auch eine pflanzliche Milch aus Marillenkernen. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann glaube ich, wird das demnächst auch bei Billa Plus verkauft werden. Es waren überhaupt einige Anbieter, die gesagt haben, dass ihre Produkte oder zumindest ein Teil ihrer Produkte demnächst auch bei Billa Plus erhältlich sein wird. Ich habe mir da leider nicht gemerkt, welche Firmen das waren. Aber ja, wie gesagt, also diese Schokocreme finde ich sehr, sehr gut. Dann habe ich noch einen veganen Käse gekauft. Die Firma heißt Better Mood und die hatten zweierlei Käse. Einerseits einen Frischkäse, der heißt Moo Frais, also geschrieben M-O-O-F-R-A-I-S. Also das Moo, glaube ich, soll ein bisschen an die Kuh erinnern und Frais für frisch. Und den gab es in verschiedenen Sorten. Ich habe nur den mit Pfeffer probiert und den habe ich mir dann auch gekauft, weil der hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Der ist aus Cashewkernen produziert, war nicht ganz billig, aber ja, hat wirklich sehr gut geschmeckt, weil ich mag sonst diesen veganen Käse eigentlich nicht. Da habe ich diesen Kuh-, Schaf-, Ziegenkäse meistens lieber, aber der war wirklich gut. Und dann hatten sie noch als zweites Produkt einen pflanzlichen Camembert, also Camembert nachempfunden, der heißt Mou Bert. Aber den habe ich leider nicht probiert, weil mir der Camembert nicht so gut schmeckt. Ich habe es ein bisschen bereut im Nachhinein, weil der andere Käse auch so gut war. Vielleicht hätte er mir eh geschmeckt. Und den Frischkäse gab es auch mit Kräutern, mit schwarzem Knoblauch. Die anderen Sorten habe ich vergessen. Dann, was wir uns noch gekauft haben, war so ein Tomatenaufstrich. Der war auch sehr, sehr lecker. Dann gab es noch zweimal Energiekugeln an zwei verschiedenen Ständen. Bei dem einen war vorwiegend aus Datteln hergestellt. Konnte man was probieren und habe ich mir dann auch welche gekauft. Und bei einem anderen Stand gab es Kugeln, die vorwiegend aus Nüssen hergestellt sind. Da gab es Süße und da gab es Bekannte ist übertrieben, aber so ein bisschen salzig. Und zwar Pistazie habe ich da probiert. Ich glaube, es gab noch was Zweites, was nicht süß war, aber ich habe nur das eine probiert. Es sind eher ein bisschen größere Kugeln. Und dadurch, dass sie keine Konservierungsstoffe und gar nichts enthalten, aber sehr viele Nüsse und Datteln, sind sie nicht sehr lange haltbar. Und deshalb sind sie tiefgekühlt. Also ich habe dann so einen Sackerl gekauft mit, ich glaube, 5 oder 6 Kugeln. Und habe noch gefragt, wie lange sie sich halten.
Und der hat dann gesagt, ja, ich glaube, ein paar Tage im Kühlschrank soll man es aufbewahren, wenn sie mal aufgedaut sind. Und er meint, es wird aber eh schnell gegessen werden. Und ich habe noch gedacht, nein, ich werde jeden Tag eine essen, weil die ist sicher sehr kalorienreich und so. Aber ich muss sagen, am gleichen Abend habe ich alle schon aufgegessen gehabt. Waren wirklich sehr, sehr gut. Kann man auch kaufen, eine Packung, ich glaube mit 60 Stück, wird innerhalb einer Woche geliefert und kostet 50 Euro. Aber ich glaube, ich werde mir das nicht besorgen, weil ich kann mich dann nicht beherrschen und esse ich alle 60 Stück an einem Tag auf. Das ist auch nichts. Und ja, was gab es noch? Dann gab es einige Stände, die wir schon kennen. Die Fleischloserei zum Beispiel. Und ja, es gab nicht nur Lebensmittel, es gab auch andere Dinge. Zum Beispiel war Geremesch dort. Das ist eine Firma, die, soviel ich weiß, kein Geschäft in Wien hat, sondern nur online verkauft. Da habe ich schon einmal Ohrringe gekauft. Die haben so nette, kleine Holzohrringe in den verschiedensten Farben und Formen. Und diesmal habe ich mein T-Shirt gekauft. Die haben sehr schöne Kleidung. Also ich finde sehr, sehr schöne Materialien, sehr angenehm zum Angreifen. Es hätte auch eine Garderobe dort gegeben, man konnte auch probieren. Und was gab es noch? Ja, die Füllbar war auch dort. Da kennen wir schon das Geschäft in der Josefstädterstraße. Die haben Kosmetik, Pflege, Haushalts-, Reinigungsmittel zum Nachfüllen. Also auch Shampoo und sie haben so Deo in fester Form. Und ja, wir haben uns da eine Seife gekauft, die sowohl als Haarseife als auch als Handseife verwendbar ist, mit Orangenduft, haben wir aber noch nicht ausprobiert. Dann war der Dattelbär auch dort, Veganista mit dem veganen Eis. Also ein paar Anbieter war schon, die wir schon kennen vom letzten Mal. Aber es waren auch wirklich viele neue. Und dann gibt es noch die Informationsstände, die teilweise auch Dinge verkaufen wie T-Shirts oder Taschen oder so. Aber da haben wir uns jetzt nicht näher aufgehalten, weil es war eh so viel zum Schauen, wäre man nie fertig geworden. Und jetzt möchte ich noch ein paar Live-Audio-Aufnahmen einspielen, die wir gemacht haben bei den Essensständen. Und die Christine liest ein bisschen vor von manchen Ständen, nicht von allen, aber einige habe ich da zusammengeschnitten. Also, wir sind jetzt auf der Veganmania 2022 auf der Donauinsel und kommen jetzt zu den Essenssachen. Links ist die Fleischloserei, Frischkost. Die haben auch so Speckstangerl, Nussschinken, Mohnzelten und Fleischloses. Dann ganz vorne ist noch Nom Nom, die Bäckerei. Haben wir auch letztes Jahr schon, die kennen wir. Und die Backstube, was heißt sie nochmal? Jonas Backstube. Dann Omas Backstube? Ja, Omas Backstube. Was haben wir zum Beispiel? Warte, schau mal. Da gibt es Zitronencremetorte, Kirschtorte, Schokocremetorte, Schoko-Erdbeerkuchen, Erdbeer-Cheesecake, Mango-Cheesecake, Karottenkuchen, Mohn-Himbeer-Cremetorte, zuckerfreier Schokokuchen ohne Mehl, Linzerkekse, Mohn- oder Nusskipferl, Schokokookie. Abgepackt gibt es noch Zitronenkekse zuckerfrei, Schokonusskekse zuckerfrei und Cranberry-Kokoskekse zuckerfrei. So, da gibt es, haben wir vorher gelesen, Kartoffelnuggets. Genau, Bio-Pommes und Bio-Kartoffelnuggets. Dann ist hier so ein indischer Stand. Da gibt es auch nochmal Samosas, Chai, Mango Lassi, Asiennudeln, Samosa, Teller, Basmati-Reis mit Curry und Thali. Riecht doch sehr gut, finde ich. Ja. Aber ich bin voreingenommen, ich bin Curry-Fan. So, da ist Makam, das ist vegan Döner. Das wäre was von Andreas. Und Baklava und Börek haben sie auch. Dann der nächste Stand ist vegan Äthiopia
Festival. Äthiopisches Essen. Da gibt es zum Beispiel Misawot. Okay, tut mir leid, in der Küche kenne ich mich leider gar nicht aus. Spinat, Keisir, Shiro, Opawot, Aterkik Alitscha. Okay, da kann ich lesen. So Erbsen-Curry-Soße und ein Gemüse nach Wahl. Okay. Linsensoße, milder Kürbis und Gemüse, rote Rüben gekocht mit Karotten und Shiro ist mit Kichererbsen. Okay. Mhm. Dann der nächste Truck. Ich glaube, heißt Blended. Ja, genau, Blended. Haben Bowls, Kebab und Nachos. Da ist Frido. Die müssten auch neu sein. Die haben... Die haben sehr interessante Namen, wir haben uns vorher schon gefragt. No Title ist Lotus Biscoff Keks. Aha. Höhepunkt ist ein Schoko-Kokos-Oreo-Schokoladensauce Kokos irgendwas. Imperfection Wurzelgemüse, Wasabi, Mayo und Walnüsse. Herst Euder vegan, Chili sin Carne, Zitrone, Mayo und Nachos. Und Habibi ist aus, aber irgendwas Orientalisches mit Kichererbsen. Sehr interessant. Ja. So, der nächste Foodtruck ist Soika. Fresh and Organic Plant-Based Products. Die, glaube ich, kennen wir schon. Da gibt es zum Beispiel Classic Barbecue Tempeh Burger. Gyros, Bolognese, Rührei mit Farmerbrot und als Nachspeise Cheesecake und Schokopudding. Und Kaffee haben sie auch. Dann Tamu Sana, das ist das, wo wir letztes Jahr die gebackenen Bananen gegessen haben. Ah, die Erdnusssoße. Genau. Auch sehr gut. Ja. Dann, das gehört auch zu Fridus dazu, Darmsessen. Kärntner Nudelspieße, Kärntner Nudeln, Gemüsepfanne, Mohnnudeln oder Blattsalat. Dann Loving Hut, sein veganes Restaurant am Wienerberg. Steht. Die haben sehr, sehr ausgefallene Sachen, eher so Richtung Chinesisch, also so zum Beispiel Avocado-Rollen mit Avocado, Karotte, Sojasprossen, Salat serviert und Erdnusssoße. Dann haben sie so Summer Rolls, also wie so Frühlingsrollen, Wiener Puffer, Pommes, vegane Käsesticks, dann Spicy Cha-Cha, okay, das weiß ich nicht, was das ist, knusprige Golden Nuggets, einen Burger bieten sie auch an, exotisches Eis aus Thailand, genau, nochmal die Avocado Rolls. Dann beim nächsten gibt es Baumkuchen. Kennst du das? Nein. Kennt sich der? Was ist das? Nein, das nein, der ist frisch. Der also das frisch, ist, ja, okay. Ja, das ist alles frisch da zum Essen. Und Langosch haben sie auch. Ah. Bekannt und süß. Dann der nächste Stand heißt E-Wurst. Ah, das ist ein neuer veganer Würstelstand in Neustift. Ich denke mir, den kenne ich noch nicht. Die haben zum Beispiel Kimchi Dog, Currywurst, Bosna und Hotdog. Dann Vegan Vietnamese Kitchen. Die haben zum Beispiel so Seitan-Schinkenrolle vegan, Avocado-Süßkartoffelrolle, Avocado-Schrimpsrolle, Avocado-Lachsrolle. So, dann Führenkranz, das ist veganer Wein. Dormeier, der hat auch veganen Leberkäse. Und Debrezin und Bratwurst, Käsekreiner, Weißwurst. Und dann gab es wieder eine Tombola. Ein Los, ein Euro und jedes Los gewinnt tatsächlich. Und da haben wir wieder super Sachen bekommen. Einerseits so Leibchen, so Getreideleibchen, dann zwei süße Dinge, eine Schokolade und einmal ein ganz kleines Päckchen mit Erdnüssen in Schokolade, einen Eistee und was war das fünfte? Wir haben uns 5 Lose gekauft. Das fällt mir jetzt momentan leider nicht ein. Ah ja, ein Senf, genau. Ja, das war jetzt nicht so toll, aber auf die Schokolade freue ich mich schon, auf die Erdnüsse freue ich mich schon. Und diese Leibchen, die haben wir letztes Jahr auch bei der Tombola gewonnen. Die waren sehr, sehr gut.
Ja, also vielleicht gehen wir heuer wieder im November ins MAG. Also wieder, wir waren ja noch nicht im MAG, aber wieder zu so einer Veranstaltung. Ich finde das immer sehr spannend, welche neuen Produkte, die man noch nicht kennt. Und vor allem ist es auch so nett, wenn man so viel probieren kann. Und ja, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info.